Azubis sollten frühzeitig Verantwortung übernehmen und selbstständig organisieren. Darauf setzt das Speditionsunternehmen LIT AG in Brake. Deshalb haben sie ihren 58 Auszubildenden seit Anfang des Jahres einen eigenen Azubi-Truck anvertraut, für den sie komplett verantwortlich sind. Die Idee war zu Anfang, dass wir etwas haben wollten, um die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf den Berufsfindungsmessen der jungen Leute, also auf uns zu richten, denen einfach die Neugier zu schüren, sich etwas näher einfach mit dem Fahrzeug auseinanderzusetzen und mit den Berufen in der Logistik an sich. Das war die Grundidee. Und als wir dann soweit waren, das Fahrzeug, wo unsere Azubis von Anfang an mitgewirkt haben, bei der Ausstattung des LKWs und bei der Beschriftung, dann weiterzugehen und zu sagen, okay, dieses Fahrzeug wird auch ausschließlich von den Auszubildenden begleitet, disponiert. Also alle Aufgaben rund um das Fahrzeug herum werden ausschließlich von den Auszubildenden gemacht. Die ersten Azubis im Projekt sind schon super stolz auf ihren LKW, den sie sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr einsetzen. Damit die Waren sicher ankommen, müssen viele Aufgaben erledigt werden. Bei dem LKW bin ich jetzt dafür zuständig, zum Beispiel, dass der LKW national sowie international an seinen Treibstoff gelangt. Ich bekomme Aufträge und muss dann halt quasi Ware von A nach B bringen. Wir disponieren hier die Fahrzeuge, verplanen die, geben den Touren von wo nach wo fahren die, betreuen die Fahrer, wenn die Probleme haben und falls es größere Probleme ist, gehen wir da auf andere Abteilungen zu. Bei einer Panne zum Beispiel schalten wir die Technik ein, die kümmern sich dann um Reparaturen vor Ort oder halt Werkstatttermine und so weiter. Also rund um die Uhr sind wir hier eigentlich für die ganzen Transporte und für die Fahrer zuständig. Nicht nur durch die neuen Herausforderungen für die Azubis punktet der Truck. Auch optisch auf der Straße sticht der Volvo FH500 ins Auge. Denn er wurde aufwendig beklebt und hat vor allem eine herausragende Ausstattung, was Technik und Komfort betrifft. Damit die Azubis bei der LIT AG den Speditionsbetrieb im Ganzen kennenlernen, begleiten beispielsweise auch die angehenden Kaufleute ihre Berufskraftfahrerkollegen auf ihren Fahrten. Ja, es ist ja immer gut, über den Tellerrand zu schauen und so können wir auch andere Ansichten sehen von den Fahrern zum Beispiel. Wir können uns da quasi in die Person reinfühlen und sehen, was sie für Probleme haben und wie wir das dann sehen. Ja, das ist halt immer gut, um sich da ein bisschen reinzufühlen. Also ich finde das ganz gut, dass wir die Bereiche durchlaufen. Aber dadurch auch eben die Hintergründe kennenlernen und auch was in den einzelnen Abteilungen passiert. Wenn ich später auf dem LKW sitze, dann, wenn ich zum Beispiel ein Problem mit einer Tankkarte habe, weiß ich genau, wo ich mich melden kann und verstehe auch die Hintergründe, was das also nachzieht dann. Bislang ist der Azubi-Truck der LIT AG ein einzigartiges Ausbildungskonzept. Bei all der Selbstständigkeit stehen die Ausbilder den Auszubildenden natürlich immer zur Seite. Das Gute finde ich, dass es unser LKW ist und dass sehr hohe Verantwortung ist und LIT uns diese Verantwortung zutraut. Es ist immer schön zu wissen, dass man Vertrauen hat und hier ist es halt besonders. Die Firma legt uns damit eine große Verantwortung in die Hände, was uns Azubis natürlich auch veranlasst, dann ordentlich zu arbeiten und dass wir das gleich selbstständig lernen, was uns natürlich im Arbeitsleben dann später auch sehr viel bringt. Ne? So möchte das Unternehmen kompetente junge Menschen ausbilden. Für ihr Engagement im Bereich Ausbildung und das einzigartige Azubi-Truck-Projekt verdient die LIT AG aus Brake den zweiten Platz des Preises für innovative Ausbildung im Nordwesten.